Eine neue Woche beginnt und obwohl wir meteorologisch noch mitten im Sommer sind, hat an den Märkten die Eiszeit schon längst begonnen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, eben zum Ausblick auf das, was jetzt zu erwarten ist an den Märkten, was derzeit an den Märkten entscheidend ist. Und möglicherweise sind die Entwicklungen an den Anleihemärkten viel entscheidender als das, was an den Aktienmärkten derzeit passiert. Schauen wir uns zum Beispiel mal folgende Grafik an. Hier sehen wir die Renditen für Staatsanleihen. Wir haben Länder wie Dänemark, Deutschland, Niederlande und Finnland, die durch alle Laufzeiten, also selbst bei Anleihen, die Staatsanleihen, die 30 Jahre Laufzeit haben, haben wir Negativrenditen und jetzt tendieren andere Länder auch dazu. Selbst in Peripherieländern wie Spanien etwa haben wir schon Negativrenditen bei kürzeren Laufzeiten und das Ganze zieht sich sozusagen wie Eis immer weiter durch die Gletscherlandschaft und damit kommen wir auch zu jeden Tag neuen Rekorden, was die globalen Negativrenditen betrifft. Da sind wir jetzt schon deutlich über 16 Billionen. Diese Grafik ist immer weiter steiler ansteigend. Dagegen sind Kryptocharts, einst als die ganze Geschichte noch super bullisch war, fast schon harmlos. Also das zeigt, was hier der Fall ist. Wir haben so eine Art Einfrierung des Anleihemarktes und es war Albert Edwards, der jetzt bei Société Générale ist, der das vorausgesehen hat, der gesagt hat, wir haben eine Art Japanifizierung der Welt. Also wir wiederholen im Prinzip die Erfahrung, die Japan einst schon gemacht hat. Da gab es ja eine Riesenblase, wo zum Beispiel in Tokio Immobilienpreise durch die Decke geschossen sind. Dann gab es einen Crash und seitdem ist das Ganze so ein bisschen eingefroren. Der Nikkei bewegt sich nicht so wirklich vom Fleck oder die japanischen Aktienmärkte. Und das, obwohl die japanische Notenbank selbst auch Aktien kauft über ETFs. Und dann hat man eben diesen total verkorksten Anleihemarkt, der schon total dominiert ist, wiederum durch Japans Notenbank, wo man von einem freien Markt überhaupt nicht mehr sprechen kann. Das ist sozusagen gelenkte Planwirtschaft, die da faktisch passiert. Und vor dieser Situation stehen wir auch, meint Albert Edwards. Und das in einer Situation, wo wir als westliche Welt eben auch immens verschuldet sind inzwischen. Dementsprechend kommen wir vielleicht in so eine Japan-Zeit, wo wir dann mit ähnlichen strukturellen Problemen zu tun haben. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Notenbanken eigentlich nicht wirklich etwas lösen. Was wir hier sehen, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die USA das einzige Land sind, wo man im Grunde noch für Anleihen wirklich Rendite bekommen für Investment-Grade-Anleihen. Heutzutage sind schon 94% aller Investment-Grade-Anleihen mit positiver Rendite sind in den USA und wahrscheinlich wird eben auch dieses Schlupfloch dann irgendwann zugemacht werden. Das Problem ist, dass wie gesagt die Geschichte, die die Notenbanken an den Start gebracht haben, nicht wirklich hilft. All die Ziele, die erreicht werden sollten, sind nicht erreicht worden. Wir haben nicht wirklich eine Inflation bekommen. Wir sehen, dass die Sparquoten nicht wirklich nach unten gegangen sind. Die Notenbanken hat ja gehofft, dass dann die Leute mehr konsumieren, dadurch die Wirtschaft anschieben. Hier sehen wir, dass das eher nicht der Fall ist. Wir haben eine totale Austrocknung an den Geldmärkten, was die Liquidität betrifft. Wir haben eine Austrocknung an den Anleihemärkten, was die Liquidität betrifft. Wir sehen, dass die Banken nicht wirklich sehr viel mehr Kredite vergeben. All das ist sozusagen passiert ohne wirklichen Effekt, nämlich diese extremen Maßnahmen der Notenbanken. Und jetzt soll es noch krasser werden. Jetzt soll sozusagen die Eiszeit sich noch weiter verstärken mit der EZB, die dann im September wohl bereits radikale Maßnahmen wieder ergreifen wird. Und so drehen wir ein immer größeres Rad in die immer größere Verzweiflung und es wird nicht besser dadurch, das ist das Problem und die Anleihenmärkte spiegeln dieses Problem wieder, deswegen sind die vielleicht wichtiger als die Aktienmärkte. Gleichwohl wollen wir auch über die Aktienmärkte sprechen, uns ein paar Dinge anschauen, die wichtig sind. Wir hatten hier Donald Trump, der, diese Grafik, der gesagt hat, naja, ich bin noch nicht bereit für einen Deal mit China und vor allem koppelt er diese ganze Geschichte jetzt zunehmend an Hongkong, wenn jetzt es gewalttätige Auseinandersetzung geben wird, wenn wir praktisch so etwas Ähnliches bekommen würden wie bei dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens einst, dann würde das einen Deal unwahrscheinlicher machen und vor allem geht es jetzt heute um die Huawei-Lizenzen, um die Verlängerung derselben. Heute läuft eine Sonderlizenz aus, die es amerikanischen Firmen erlaubt, mit Huawei noch Geschäfte zu machen. Da
kann zum Beispiel Huawei bestimmte Updates liefern für bestehende Netzwerke, die mit Huawei-Rechnern oder Huawei-Infrastruktur laufen. Das muss heute verlängert werden oder eben auch nicht. Medienberichte zuvor hatten klar suggeriert, dass hier nochmal praktisch 3 Monate Verlängerung, 90 Tage Verlängerung es geben wird, aber Trump hat Gegenteiliges nahegelegt, hat gesagt, naja, es ist wohl anders, aber nach wie vor spekuliert man, was jetzt eigentlich der Fall ist. Wird diese Lizenz für die amerikanischen Firmen verlängert, ja oder nein? Das dürfte für die Märkte heute ein sehr, sehr wichtiger Punkt werden. Heute muss die Entscheidung fallen. Um wie viel Uhr ist unklar, aber heute wird sie fallen. Das wird also ein wichtiger Punkt. Dann hat Donald Trump auch noch sich mit Apple Chef Tim Cook ausgetauscht. Letzterer hat ihm gesagt, naja, schau her, wenn du Zölle auf Huawei-Produkte oder auf chinesische Produkte erhebst, ist das ja schön und gut, aber eigentlich ist unser Hauptkonkurrent Samsung und die zahlen keine Zölle. Und dann hat Donald Trump gesagt, das ist ein Punkt, Tim, da muss ich ja mal verstärkt drüber nachdenken, welche Konsequenz das haben könnte, was man also aus dieser revolutionären Erkenntnis gewinnen kann. Also wir sehen, da ist Tim Cook dabei, hier mit Politik zu gestalten, der Apple-Chef. Das ist lustig und zeigte, dass manches noch nicht so wirklich durchdacht ist. Was wird jetzt passieren? Wird Trump dann sagen, naja, dann lasse ich das mit den Zöllen auf chinesische Importe? Oder wird er sagen, naja gut, wenn Samsung keine Zölle zahlen muss, dann haben die einen Vorteil, da muss ich eben auch die Südkoreaner bezahlen. Das ist sozusagen jetzt die offene Frage. Schauen wir uns das an, was in den Charts heute zu erwarten ist, wie immer von Capital.com. Wir sehen heute jetzt erstmal positive Märkte in asiatischen Ländern. Das liegt an zwei Dingen vor allem. Wir haben die Hoffnung, dass diese Huawei-Lizenz doch erteilt wird. Das ist der eine Punkt. Und der vielleicht wichtigere Punkt ist, dass Chinas Notenbank gesagt hat, wir wollen die Kreditvergabe für chinesische Firmen vergünstigen. Dementsprechend sehen wir Nikkei etwa 0,66% im Plus und Chinas Aktienmärkte um und bei 1,5% im Plus. Das hat natürlich so ein bisschen die Hoffnung hier wieder gestärkt. Das ist eine Art Stimulus, den China damit macht. Das hat die Aktienmärkte nach oben gezogen. Aber es wird auf Huawei ankommen, wohl auf diese Lizenzvergabe, ja oder nein, auf die Verlängerung der Lizenz, die dann sehr, sehr entscheidend wird für die Märkte. Schauen wir uns also hier diesen stetigen wieder oder diesen Erholungsversuch hier, den wir etwa beim Nasdaq sehen. Wir haben ein ähnliches Bild beim S&P 500, wenn er denn kommt. Und da ist er, da sind wir bei 2907 nach dem Abverkauf, hier so eine Bodenbildung. Jetzt der Versuch sozusagen wieder diese Hochs zu erreichen, von denen ausgehend es nach unten gelaufen war. Ähnliches Bild dann auch beim Dow Jones, der jetzt wieder über der 26.000er Marke handelt. Was haben wir noch? Wir haben den DAX noch, der derzeit sehr stark beeinflusst ist von dem politischen Geschehen hier auch in Deutschland. Wir sind aktuell bei 11.612 Punkten. Wir haben Olaf Scholz, der wohl hier nochmal ein bisschen Gas geben will im Falle einer Rezession. Deutschland hat gesagt jetzt, dass man 55 Milliarden Euro locker machen könnte, wenn es denn sein müsste für eine Rezession oder zur Bekämpfung derselben. Wir sehen Euro-Dollar weiter auf dem Rückzug, 1,1090 Dollar Stärke zuletzt, vor allem Euro-Schwäche, weil die EZB eben wahrscheinlich einen großen Wurf hier machen wird. Wir sehen den Goldpreis jetzt wieder etwas niedriger, 1509, und wir haben das amerikanische Crude Oil bei 55,34 Dollar. Also wir sind mitten in der Eiszeit, das ist das eigentliche Thema, wahrscheinlich übergeordnet. Das Wichtige ist, als das hin und her an den Aktienmärkten geht ein bisschen rauf, geht ein bisschen runter. Aber wir haben sozusagen die totale Negativrenditisierung der Welt. Fluchtmöglichkeiten werden wohl auch bald zugemacht, nämlich die US-Märkte, da fallen die Renditen ja auch immer weiter. Dementsprechend wird es bald irgendwo keine Rendite mehr geben. Was machen jetzt die Profi-Investoren? Gehen sie in die Aktienmärkte? Nein, Daten zeigen, dass sie dann eher in High-Yield-Bonds gehen oder in Peripherieanleihen, da wo es noch Anleiherenditen zu erzielen gibt. Da gehen sie rein, damit schaffen sie dann wiederum zusätzliche Nachfrage, die wiederum die Renditen nach unten bringt. So ist das ein Teufelskreis in einer Eiszeit, die mitten im Sommer schon stattfindet. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.